schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei uns. Wir hatten vor ein paar Tagen mal bei Instagram nachgefragt, ob ihr nicht Lust auf ein Terrassenvideo habt, wie es jetzt hier so nach ein paar Wochen aussieht, was sich noch verändert, was noch in Planung ist, was hier bisher so für Pflanzen stehen, was ausgesät wurde und. Und dann kommt einfach mal mit, dann drehen wir mal eine kleine Runde, ich erzähle ein bisschen was. Falls ihr noch Ideen habt, Vorschläge, schreibt es einfach unten in die Kommentare und vielleicht kann man es ja umsetzen, je nachdem wie es mit dem Platz ist. Also Platz ist auf jeden Fall noch genug da. Ich denke mal, jetzt ein Drittel der Terrasse ist jetzt belegt. Ich sitze jetzt hier schon in unserer Sitzecke, wo wir auch einige Pflanzen haben. Im Blumenkasten haben wir Radieschen ausgesät. Wir haben Bambus hier stehen, eine kleine Bananenpflanze. Im kleinen Hochbeet habe ich jetzt Buchsbäume eingepflanzt. Wir haben hier Lavendel, wir haben eine große Geranie hier stehen. So, hier im Blumenkasten haben wir die Radieschen. Die müssen ja auch wunderbar wachsen. Wenn wir jetzt weitergehen, haben wir hier einen Bambus, der schön in unsere Sitzecke passt. Im anderen Blumenkasten haben wir ein bisschen Ziergras, was die Optik auch noch mal ein bisschen anhebt hier in der Ecke. Hier sind die Geranien. Mit dem Lavendel und der Bananenpflanze. Können wir hier im Beet mal weitermachen. Hier wachsen schon die ersten Erbsen. Was haben wir hier noch? Hier haben wir Eisberg. Spinat. Nach meinem Tomatengewächs weiter. Hier hatte ich jetzt zum Test schon mal zwei eingepflanzt. Die machen auch bisher einen ganz normalen Eindruck von der Optik her. In der Nacht haben wir jetzt immer so zwischen 5 und 6 Grad hier oben drauf. Hier immer noch Zitronenthymian, auch was ganz Feines. Sehr geschmacksintensiv. Ich habe mich dann hier entschieden, 5 Tomatenpflanzen reinzubauen. Ich habe erst überlegt, 6 reinzubauen, aber das wird mir dann doch ein bisschen zu eng. Hier habe ich alte Kisten genommen. Da habe ich Vlies und Teichfolie reingemacht. Falls ihr eine Idee habt, was man da noch Schönes reinpflanzen kann, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Hier die Ecke ist noch ziemlich leer. Hier soll dann eine Sitzecke hin, hier vorne. Da vorne kommt dann der Grill hin. So ist es bisher geplant. Hier vorne kommen dann noch 1 bis 2 Beete hin für die Erdbeeren. Jetzt eine kleine Quizfrage an euch. Wenn irgendjemand weiß, was das hier für eine Pflanze ist, schreibt es doch bitte in die Kommentare. Wir haben die von unseren Vormietern bekommen, die wussten leider auch nicht, was es für eine Pflanze ist. Sie blüht zwar wunderschön, aber ich habe keine Ahnung, was das sein soll, aber vielleicht habt ihr ja eine Idee. Und dann schreibt es einfach mal in die Kommentare. So, das ist unsere Sitzecke hier. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, aktiviert die Glocke und abonniert uns. Und im nächsten Video sehen wir uns dann, denke ich mal, im Garten wieder.
Dann noch einen schönen Tag und viel Spaß